Je suis né tel jour. Ce à quoi tout le monde ne peut prétendre. L'endroit même était insolite, Klagenfurt en Carinthie. Il y naît relativement peu de monde. Dans un certain sens, ces deux faits préfigurent déjà mon avenir. Aus Anlass des 130. Geburtstages des Schriftstellers Robert Musil wurde die Fassade seines Geburtshauses mit einer Aktion des französischen Straßenkunstpioniers Jeff Ayrossol künstlerisch umgestaltet. Mit Ayrossols Performance wurde das Musilhaus in Klagenfurt zu einem unübersehbaren Blickfang im Zeichen der Literatur. L'ordre parfait serait la ruine du progrès et du plaisir. Der Graffitista aus Nantes hat seine künstlerischen Spuren bereits an zahlreichen Großstadtgebäuden rund um die Welt hinterlassen. Seine Werke finden in renommierten Galerien Anerkennung. Eigentlich aber, so Jeff Ayrossol selbst, sei sein liebstes Arbeitsfeld die Straße, die Fassaden und sein bevorzugtes Werkzeug, die Spraydose. L'État ne peut avoir avec l'art qu'une seule forme de relation, créer des dispositifs qui en garantissent l'exercice. Bis zu 20 gefinkelt ausgeschnittene Schablonen sind vonnöten, um daraus ein gut identifizierbares Porträt zu schaffen. Dabei kommt es auf die Reihenfolge von Formgebung und Farbschattierungen an. Erstrebt wird nämlich auch bei Graffiti Dreidimensionalität in der Darstellung. Vor staunenden Gesichtern von Schaulustigen erregte die Aktion auch großes Medieninteresse. Das Fassadenbild macht neugierig, nicht nur auf den Dargestellten, auch auf die Aktionisten. Passanten beginnen nach und nach mit den Straßenkünstlern zu kommunizieren und fassen Mut für das Betreten eines bisher von der Allgemeinheit oft übersehenen Schauplatzes. Das Robert Musil Literaturmuseum.
Nur eine knappe Stunde dauerte es, bis Robert Musils Konterfei an der Südfassade des Gebäudes prangte. Für Jeff Aerosol macht das Kommunizieren, das Teilen ungewöhnlicher Eindrücke den Sinn des Lebens aus. Und auf der Straße könne jeder daran teilhaben. Street Art, Outdoor Painting ist eine fröhliche Art der Annäherung an Kunst. Die Leute schauen kurz hin, gehen immer wieder vorbei und nach werden die Graffiti-Figuren zu ihren Freunden. Es ist das spontane, überraschende Kunsterlebnis unter freiem Himmel, das Schranken abbaut und das den Geist befreit und für Neues öffnet. Ça n'est pas une question de s'intéresser ou pas, que ce soit la littérature, le cinéma, le théâtre, la peinture, la poésie, c'est le seul moyen de vivre. Bien sûr, j'aime bien aller dans les galeries, dans les musées aussi, c'est autre chose. Et ça concerne peut-être une élite, ça concerne des gens qui sont intéressés, alors que dans la rue... Peindre les portraits de Christine Lavant, de Ingeborg Bachmann et de Robert Musil. Et I'm so happy to be here, the sun is shining and the people here are lovely people.